Ja, und willkommen zurück zum 40. Part von Legions of Honor, dem Add-on zu Dungeon Siege 1. Ja, ist mal was Witziges passiert. Ich wollte gestern Abend noch kurz mal schauen, was eigentlich passiert, wenn ich Dungeon Siege in der YouTube-Rubrik eingebe, wer dann erscheint. Ist eigenartig, meine eigenen Videos werden dort zum Beispiel gar nicht vorgestellt. Vielleicht hat das irgendwie mit dem zu tun, dass ich keinen monetarisierten YouTube-Kanal habe. Also bei mir ist ja alles, die Spiele sind bei mir alle gratis, sind ja keine Werbeblöcke dazwischen, nichts. Da nehme ich kein Geld ein, aber natürlich auch kein Geld jemals ausgegeben für diesen Kanal. Es ist alles völlig gratis und im Grunde genommen mache ich es ja nur für mich oder für diejenigen, die Lust haben, das anzuschauen. Aber ich will dafür kein Geld und das soll so bleiben. Aber ich nehme an, dass das mit dem zu tun hat, dass YouTube mit mir, mit meinem Kanal nichts verdient. Ja, und was die Musikvideos anbelangt, die sind ja alle nicht von mir, die Musikvideos auf meinen Playlists. Das sind ja alles fremde Beiträge. Habe ich nur so Liste zusammengestellt, eigentlich von Musik, die mir gefällt oder die ich privat auch selber höre oder so. Aber dafür kann ich keine Verantwortung übernehmen, wenn dort irgendwas, ja, irgendwelche Reklame oder weiß nicht, so Produktverkäufe erscheinen. Das Einzige, was ich fand, war, wenn ich jetzt zum Beispiel The Witcher 1 Kikemodenkönigin eingebe, dann erscheint tatsächlich mein Video als Vorschlag. Ich weiß auch nicht wieso, vielleicht ist es so selten. Aber wenn ich Asa Yavet eingebe, dann erscheint nichts mehr von mir, obwohl ich mein Video auch so genannt habe, Asa Yavet, aber... Naja, was soll's. Ich weiß ja, wie ich gespielt habe und naja, ist nicht so schlimm, ist ja in Ordnung. Und was will ich denn als alter Knacker hier unter den Jugendlichen? Da interessiert sich eh niemand dafür, ist ja völlig egal. Also, diesmal geht's hier nach unten, da haben wir Orbiter Goblins gesehen das letzte Mal. Da vor dem Übergang. Und ja. Und zur Bestätigung, dass ich da Spiel, Schwierigkeitsgrad schwierig. Alles klar. Unsere Helfer hier beschwören. Das Böse ist überall. Genau. Genau. Ja, Moment. Ah. Oh, du kannst auch Barkanner. Dann könntest du doch auch Barkanner. Was, wieso bist du jetzt? Naturzauber 17. Naturzauber 19. Dann machen wir gleich so, dass Jandal auch noch etwas aufsteigen kann. Ja, genau. Lissa ist doch das vorletzte Mal ziemlich in die... Ja, es ging etwas knapp mit ihr aus, aber trotzdem gut. Aber bei ihr ist, als sie in Ohnmacht fiel, wieder mal der Heilzauber ausgefallen. Ich musste den nachholen und da hat sie ein paar Punkte, Erfahrungspunkte zusätzlich erhalten, ein paar wenige. Und ich habe sie nie zum Heilen eingesetzt, deshalb hat sie jetzt Jandal überholt. Lissa war ja anfangs eine Bogenschützin. Das ist jetzt wirklich nicht gut. Also dann wirst du den Barkanner beschwören. Ist mir lieber der Skorpion. Hab ich da irgendwas fallen lassen? Nein. Hat er nur so ein Geräusch gehört? Ah ja, und du natürlich Skorpion. Also, dann... Wind der Heilung wieder. Kampfheilung. Wind der Heilung.
und nochmals. Und Kampfautomatik ausschalten. Dann schicke ich kurz mal ein paar Schritte Natsch voraus und schau mal, was da unten los ist. Bis dahin ist etwas Mana nach regeneriert. Dann können wir los. Ich schalte das Mikro aus. Bis später wieder. Wird erledigt. Aber natürlich. Ja? Gute Idee. Sehr wohl. Wie ihr wünscht. Ein guter Gedanke. Ich werde es tun. Natürlich. Wird erledigt. Ja. Mein Zorn ist unerbittlich. Wahre Macht kommt von innen. Sofort. Voran. Jawohl.
es sein muss. Ich werde es versuchen. Hier bin ich. Ja. Geht klar. Ich werde euch gut beschützen. Sofort. Ein guter Gedanke. Aber natürlich. Wird erledigt. Voran. Wenn ihr wünscht. Ja. Sofort. Natürlich. Natürlich. Geht klar.
es sein muss. Haltet ihr das wirklich für klug? Wie ihr wünscht. Jawohl. Wie ihr wünscht. Nadulo ist stets zu Diensten. So sei es. Der Feind ist nah. Genug von diesem Ort. Wenn es sein muss. Wenn es sein muss. Wie ihr wünscht. Ihr Ende ist nah. Sofort.
Voll auf bereit! Ich werde es tun. Ja. Natürlich. Natürlich. Ja, das sind so zwei Waffen, die können recht Schaden anrichten. Der Nachteil davon ist jedoch, dass sie nur eine begrenzte Anzahl Munition haben. Oder wie soll ich sagen, bis man sie wieder einsetzen kann. Das läuft ungefähr so. Wenn ich sie einsetzen würde, könnte ich 3-4 Mal mit dieser Waffe angreifen. Und sehr langsam, wie man lesen kann, langsamste Angriffgeschwindigkeit. Und dann dauert es eine gewisse Zeit, bis man sie wieder benutzen kann. Also man kann sie nicht, auf diese beiden Waffen ist nicht wirklich Verlass. Ich zeig's mal kurz. Du bist geschickt, du kannst sie annehmen. Ja, hier sieht man es jetzt. Jetzt, wenn sie angreift, Miegen mit dieser Waffe hier, dann geht der gelbe Balken nach unten, ganz langsam nach unten, also immer stückweise. Da kann sie 2-3 Mal angreifen und dann muss sie pausieren, bis der gelbe Balken wieder nach oben geht. Ist also nicht sehr vorteilhaft. Aber man kann sie einsetzen, wenn man will. Ich jedenfalls habe sie auch im Hauptspiel bereits nicht mehr eingesetzt, da ich nicht so gute Erfahrungen mit ihr gemacht habe, mit diesen Waffen hier. Sie bringen im Verkauf recht viel Geld und deshalb nehme ich sie zurück und also mit und werde sie dann verkaufen. Hier 250.000 und hier 20.000. Das können wir gleich in Geld verwandeln. Hier auch, ja. Verwandeln. Moment, falsch verwandeln hier. Und wie lange bleibt ihr noch? 30 Sekunden, das reicht knapp, um kurz noch die da drüben zu besuchen. Mana. Alle bereit, dann geht's weiter. Guter Einfall.
Ich werde es versuchen. Ich werde es versuchen. Ich werde es versuchen. Schon dabei. Verlasst euch auf mich. Ich werde euch gut beschützen. Aber natürlich. Ja. Wie ihr wünscht. Jawohl. Haltet ihr das wirklich für klug? Ich werde mein Bestes geben. Haltet ihr das wirklich für klug? Haltet ihr das wirklich für klug? Ein guter Gedanke.
Ja? Ja. Wird erledigt. Für die Ehre. Verlasst euch auf mich. Fürchte nichts. Das wäre eine Rüstung für meinen Charakter. Mal schauen kurz. Aber ich werde sie natürlich nicht nehmen. Ich bleibe bei Illicus Nietenkraus. Nur mal schauen. Ja. Die wäre nicht schlecht. Mal schauen, was die anderen Magier hier denken. Was ist das? 49 plus 8. 83. Du hast 151, Moment, er hat am wenigsten 151, 114, 150, an für sich du. Aber du hast weniger Großreichweite, du bist der am Feind dran, deshalb bekommst du sie. Und hier, 49 plus 3, 49 plus 8. Und das ist, ja, da muss ich gar nicht nachschauen, das ist die bessere, die du bereits hast. 150, 145 und 185 und ich selber 221, den bekommst du. Okay, dann werde ich hier noch verwandeln, wieder Platz haben im Inventar. Winter Heilung.
Alles bereit hier. Wie lange bleibt ihr noch? 145 und 25, das könnte noch genügen. Da vorne gibt es irgendwo Goblins. Als ich nach vorne geschickt habe, habe ich ein paar Goblins entdeckt. Nichts viel los. Ein Abenteurer, das bin ich! Wird erledigt. Ich fühle die Gefahr. Schon dabei. Geht klar. Ja. Wird erledigt.
Sofort. Keine Sorge. Haltet ihr das wirklich für klug? Guter Einfall. Wenn es sein muss. Für den Ruhm. Jawohl. Bereitet euch vor. Thank you.
Hier sind wir nicht willkommen. Ich gebe mein Bestes. Ja, das scheint so, als wäre das das Endgebiet hier. Also möchte ich noch kurz mal noch zurück hier, also hier hin zurück und nochmal schauen, ob ich da irgendwas vergessen habe. Ja, da drüben gibt es noch was. Und ich sollte doch irgendwelche Kristalle ausschalten. Ja, ja, das kennen wir ja bereits. Das stimmt hier nicht, das Tagebuch. Die Kristallwächter, da steht die Kristallwächter. Ich dachte, das waren sie. Oder habe ich irgendwas übersehen? Das schaffe ich. Da müsste also irgendwo noch ein Kristallwächter sein, aber ich habe jetzt 4 gezählt, glaube ich. Es waren 4. Da oben war doch noch einer. Haltet ihr das wirklich für klug? Ne, ich hab die 4 erledigt. Das Tagebuch stimmt wieder mal nicht hier. Aber klar. Ich gebe mein Bestes. Hallo, da entlang. Natsch, da entlang. Was ist denn hier wieder los? Natürlich. Hier war der Letzte. Oh je. Na, das Tagebuch. Irgendwie, da stimmt was nicht mit diesem Tagebuch. Ich hatte mal ein anderes, also eine andere, wie soll ich sagen, eine andere CD-Packung mit diesem Spiel. Und die habe ich inzwischen schon längst verschenkt. Ich glaube, das war da diejenige, ja, die in Ordnung war an sich. Denn hier stimmt das Tagebuch überhaupt nicht. Also von Anfang an starb das Sterben. Das geht auf den Endgegner zu. Die Finsten, das ist klar, dass das nicht erledigt ist. Das kommt erst am Schluss. Die finsten Akolyten, das habe ich erledigt. Das war das Gebiet mit dem Chica-Trix, den habe ich auch erledigt. Und trotzdem gilt er hier als unerledigt. Der Horror des Runenmeisters habe ich erledigt. Erlösung habe ich auch erledigt. Und hier die Kristallwächter habe ich auch erledigt. Läuft hier alles all unterledigt, nicht erledigt. Ja. Würde mich noch interessieren, ob andere auch solche Erfahrungen gemacht haben mit diesem Spiel, dass hier die Tagebucheinträge nicht stimmen, respektive, dass die nicht erneut werden mit neuen Einträgen und so weiter. Ja, und da gab es ja noch diesen Händler. Das war mit dem Runenmeister-Zeugs da. Der Runenmeister, genau, dann haben wir doch vom Vater den Auftrag erhalten, die Runenmeister zu beseitigen und auch diesen Krieger, diesen Skelettkrieger mit diesem Blitz, mit dieser Blitzsense. Habe ich alles erledigt und dessen, wie gesagt, dein Sohn auf der anderen Seite hat, das hätte mir an für sich irgendwie einen Gegenstand geben sollen als Dank dafür, also hätte geben sollen.
laut dem Skript dieses Spieles, dass ich mag mich erinnern, dass ich dort irgendwas erhalten habe, aber ich weiß nicht mehr was. Naja, ist jetzt auch egal, jetzt geht's dem Ende entgegen und dann werde ich dann Dungeon Siege 1 abschließen. Okay, gehen wir hier runter wieder. Bevor wir in das letzte Gebiet eintreten, und ich denke, ich werde dann auch noch kurz zurückkehren. Also ja, so weit ist das nicht, das scheint nur so weit zum Ende zurückzukehren, da wir ja Feinde hatten und jetzt ist ja alles leer, das geht dann relativ rasch. Dann werde ich mal ganz sicher auch die Rüstungsteile, die ich nicht gebrauchen kann, verkaufen. 32 Stärke, ich glaube, vielleicht werde ich das noch behalten, aber ich glaube nicht, dass da mein Charakter auf Stärke 32 raufkommt. Hier, das werde ich alles verkaufen. Ja, ich glaube einfach nicht, dass er noch so weit ist. 435. Wäre das was? Nee. Das muss ich dann kurz hier. Stärke 24, nein, 4 Stärkepunkte wirst du dort nicht erreichen. Also das Zeug hier werde ich da verkaufen, dann, dass ich mehr Platz für Tränke habe. Das lasse ich mal kurz noch, das nimmt nicht viel Platz weg. So Luftshüter, mal schauen. Wie viele Gegenstände das hier noch fehlen würden. Objekt 2 von 3. Da hätte ich ja alle. Ich hätte alle, aber mal schauen. Senkt der Preis für den Feuerzauber in diesem Buch um 40%. Brauche ich nicht, da Nardullo ja ohne Feuer angreift, also nicht Feuerzauber hat. Er hat die Giftkugel, also die Säurekugel und die Seelenlanze. 20% Chance bei Schaden Feuerball einzusetzen wäre nicht schlecht und erhöhte Intelligenz könnte ich auch gebrauchen. Und hier der Bogen. Fügt 8 Punkte zum maximalen Kampfzauberschaden hinzu, wäre auch nicht schlecht. Ah, und für sich. Jetzt geben wir dir wieder den alten Schild, da hast du bessere Rüstung und hier hast du auch eine Zauberfähigkeit. Also Solufs Rüstungsset ist somit auch vollständig, aber ich kann es nicht gebrauchen. Also ich will es nicht gebrauchen, so muss ich sagen. Ich will den nicht einsetzen, der bringt mir nichts. Solof, okay, das wäre der Titel auch für dieses Video nachher. Solof, Solof Set vollständig. Ja, ich habe es ja jetzt gezeigt und für diejenigen, die es interessiert, was das dieses Rüstungsset bringen würde, ich kann es nicht gebrauchen. Im Mehrspielemodus würde ich dieses Rüstungsset ja sicher weitergeben, da hätte ich keine Schwierigkeiten mit dem Rüstungsset hier. Die anderen sind nicht schlecht, also wenn sie diese Rüstung, wie heißt sie hier, Megan jetzt diese Rüstung tragen würde, hätte sie, glaube ich, eher deutlich die bessere Rüstung. Aber sie kann sich mit diesem Bogen, also wenn sie das Aux-Rüstungsset zusammen hat, kann es sich 10 Gesundheitspunkte pro Treffer hinzu verdienen. Das ist natürlich nicht zu verachten. Also ich werde hier auch nichts mehr ändern. Auch das behält sie jetzt. Du hast nichts. Du hast auch nichts. Du hättest hier, wie erwähnt, Solos Hüter. Den Bogen kannst du behalten.
4 Punkte zum maximalen Kampfzauberschaden hinzu, das kannst du gut gebrauchen. Bringt zwar nicht sehr viel, aber doch, doch, ist schon in Ordnung. Hier hast du auch nichts, hier auch nicht. Hier haben wir die vollständige Rüstung von Katsch und die vollständige Rüstung von Illicor. Okay, das war Video 40, dann beende ich hier. Ende Video 40. Okay, dann sehen wir uns vielleicht das nächste Mal wieder. Bis dann.